Autos zu bauen, die ihrer Zeit voraus sind. Das ist es, was Audi seit jeher antreibt. Nicht umsonst spiegelt schon der Markenslogan diesen Pioniergeist und diese Technikbegeisterung wider. Vorsprung durch Technik. Vor nunmehr 30 Jahren fuhr ein Audi ins Scheinwerferlicht der Bühne des Genfer Automobilsalons, der die automobile Welt veränderte. Der erste Audi Quattro. Quattro bezeichnete den Allradantrieb, eine absolut exotische Technologie damals. Gängig war Hinterradantrieb. Wer Frontantrieb verbaute, galt schon als Technologievorreiter. Und plötzlich Allradantrieb für Serienstraßenfahrzeuge? Da war es dann so, dass man, ich würde es salopp formulieren, lange Zähne gemacht hat. Wie um Gottes Willen sollen wir 500 von diesen Kisten verkaufen? Es sind schlussendlich in 11 Jahren Bauzeit immerhin 11.425 Stück geworden. Also das zeigt, das Konzept war richtig und heute haben wir 33% Quattro-Anteil. Ist ein Wort. Über 3,3 Millionen Autos hat Audi bislang mit dem Allradantrieb Quattro produziert. Dabei gestalteten sich die Anfänge von Quattro im Jahr 1977 recht unbefangen und hemdsärmelig. Ein großes Thema war damals der Audi 100, der dort getestet wurde. Und der hatte, das waren Fahrzeuge mit ungefähr 200 PS. Und die Vorstände und Entwicklungsingenieure, die waren auf einer solchen Probefahrt in Finnland bei niedrigsten Temperaturen. Und da hat man dann festgestellt, dass ein kleines Vehikel mit Allradantrieb auf Schnee und Eis hervorragende Fahreigenschaften bringt. Dabei handelte es sich um den wenig spektakulären, aber immens effektiven Militärgeländewagen VW Iltis. So hatte einer der Entwicklungsingenieure ein so ein Fahrzeug dabei, ein Iltis. Was ihn sehr positiv überrascht hat, ist, dass er in der Kurve und vor allem beim Herausbeschleunigen aus der Kurve, wo sich die anderen Fahrzeuge mit Frontantrieb doch schwer getan haben, trotz der hohen Leistung, dass er da sehr flink den wieder aufgeschlossen hat. Da kam dann bei den Leitern des Fahrwerkversuchs so die Idee hoch, das mit einem stärkeren Motor wäre für uns eigentlich ein hochinteressantes Projekt. Gucken wir doch mal. Ein Auto, das seine Antriebskräfte auf alle vier Räder verteilt, kann an jedem Rad mehr Seitenführungskraft aufbauen als ein Fahrzeug mit Heck- oder Frontantrieb. Seine Traktion und sein Kurvenverhalten sind überlegen. Der erste Audi Quattro war mit 147 kW bzw. 200 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 220 km pro Stunde gleich charakteristisch für die Marke. Sportlich und dynamisch. Quattro hat den Weg in die Masse gefunden, zum einen durch den Audi 80. Das war eine Initialzündung, obwohl das Auto auch bei Gott kein Sonderangebot war. Wie gut das eingeschlagen hat, sieht man an zwei Beispielen beim Quattro. Zum einen, der gesamte Wettbewerb hat in den nächsten Jahren darauf reagiert, hat überall Allradlösungen gebracht. Nicht so elegant wie hier, weil zum Teil halt konventionelle heckgetriebene Modelle umgerüstet werden mussten. Und so fand Quattro den Zugang zu breiten Käuferschichten und war aus der Audi-Modellpalette nicht mehr wegzudenken. Und das gilt spätestens seit diesem Fernsehauftritt im Jahr 1986, als Werbung noch Reklame hieß. Die große Weiterentwicklung war eben, dass dieses sogenannte Torsen, Torsen steht für Torque Sensing, Momenten fühlend, selbsttätig, mechanisch festgestellt hat, in Anführungsstrichen, dass eine Achse nicht mehr so viel Moment übertragen kann und dann automatisch diese Kraft an die Achse übertragen hat, wo das Moment abgesetzt werden konnte. Und das ist eigentlich der große Schritt, dass dieses mechanische Auslösen vom Fahrer weggefallen ist und das System selbstständig die Momentenverteilung vorgenommen hat. Doch nicht nur in der Serie absolvierte Quattro einen beispiellosen Siegeszug. Die 80er Jahre waren auch die hohe Zeit des Quattro-Antriebs im Motorsport. Der auf Basis des Ur-Quattro entstandene Audi Quattro Sport schüttelte im Wortsinn die Motorsportwelt durch. Darnish startete eine Minute vor mir. Nach 7 Kilometern überholte ich ihn, wie nichts. When I had done 7 Ks, I passed him like anything, you know, it was... Es war eine enge Kurve, dann vielleicht ein halber Kilometer gerade und ich überholte ihn dort mit 100 Stundenkilometern Unterschied. Walter Rahl, der selbst heute noch als der beste Rallye-Pilot der Welt bezeichnet wird, fuhr sich mit dem Sport Quattro in die Geschichtsbücher. Eine dieser faszinierenden Geschichten des Audi Quattro war natürlich Pikes Peak in Colorado in Amerika. Ein Bergrennen auf Schotter-Naturstraße ausgetragen und
die Endversion dann, mit der man also dann den Sieg von Michel Mouton auf dem herkömmlichen Quattro nochmal toppen konnte, ist der absolute Zeitenrekord, den Walter Röhrl gefahren hat auf dem S1 mit einem Leistungspotenzial von über 600 PS. Es war das erste Auto, was mir persönlich als Beifahrer Angst gemacht hat. Denn man muss sich vorstellen, auf losem Untergrund hat das Auto von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden beschleunigt. Doch die Motorsport-Erfolge waren nicht allein dem immens populären Sport Quattro vorbehalten. Damit der profilierte Antrieb auch im Kompaktsegment verbaut werden konnte, führte Audi 1998 eigens eine spezielle Quattro-Variante ein. Ja, unser Ansatz ist, dass wir bei Audi für jede Fahrzeugbaureihe den passenden Quattro-Antrieb drin machen. Das heißt, für die kompakten Fahrzeuge A3 mit Quermotor und auch TT haben wir uns entschieden, dass wir ein Quattro machen mit einer elektronisch angesteuerten Lamellenkupplung, die an der Hinterachse sitzt. Das Novum? Wenn die Lamellen durch Öldruck zusammengepresst werden, leiten sie die Antriebsmomente stufenlos, im Extremfall bis zu 100% auf die Hinterachse. Im beginnenden 21. Jahrhundert kommt es zu einem wahren Innovationsschub. Die Evolutionsschritte des Antriebs Quattro werden immer raffinierter und kommen in immer kürzeren Abständen. 2005 haben wir mit dem RS4 zum ersten Mal ein Mittendifferential mit asymmetrisch-dynamischer Momentenverteilung in Serie gebracht. Und mit dieser asymmetrisch-dynamischen Momentenverteilung geben wir 60% auf die Hinterachse und 40% auf die Vorderachse in der Grundverteilung. Das führt zu einem fahrdynamisch schöner ausgelegten Fahrverhalten. Es ist etwas heckbetont, es ist einfach agiler und dynamischer. Im Jahr 2007 verlangt ein Ausnahmefahrzeug aus dem Audi-Ensemble eine weitere Speziallösung beim Quattro-Antrieb. Der Hochleistungssportwagen Audi R8 nimmt eine Sonderstellung im Modellprogramm von Audi ein. Auch bei seinem Packaging und seinem Antrieb. Der Mittelmotor liegt vor der Hinterachse, das Getriebe direkt hinter ihm. Aufgrund des speziellen V8 oder V10 Mittelmotorkonzepts hat der Audi R8 einen auf ihn zugeschnittenen Quattro-Antriebsstrang. Das Herzstück ist eine Viskokupplung mit Lamellen, die in einer viskosen, also zähen Flüssigkeit läuft. Wegen seines Mittelmotorkonzepts ist der Quattro-Antrieb beim R8 extrem hecklastig ausgelegt. Im Normalbetrieb werden nur 15% der Momente an die Vorderachse abgegeben. . 2008 und 2010 folgen weitere Entwicklungen im anspruchsvollen, dynamischen Sportwagensegment. Zuerst markiert das Sportdifferential im Audi S4 eine neue Entwicklungsstufe. Das Sportdifferential ist nochmal das i-Tüpfelchen des Quattro-Antriebs. Es gibt die Möglichkeiten, das Moment nicht nur zwischen vorn und hinten zu verteilen, sondern auch zwischen rechts und links. So ermöglicht das Sportdifferential, dass das Fahrzeug, was erstmal aufgrund seiner Trägheit geradeaus will, wenn ich aber dem Körper von der Seite sozusagen oder auf einer Seite mehr Kraft gebe, ihn in die Kurve hineindrücke, kann ich es tatsächlich schaffen, dass das Fahrzeug sofort in die Kurve folgt. Das Fahrzeug fährt sich auch tatsächlich ein Stück weit wie auf Schienen oder wie auf den Carving-Skiern. Und im Jahr 2010 schließlich kommt die jüngste Evolutionsstufe der Antriebstechnologie Quattro im neuen Powerpaket Audi RS5 zum Einsatz. Das Kronenraddifferential. Im RS5 koppeln wir das neue Kronenrad mit dem Differential mit der radselektiven Momentensteuerung. Das ist eine intelligente Softwarelösung aus dem Bremsenmanagement. Das ist eine Technik, die abhängig davon, wie der Fahrer einlenkt, ganz gezielt Bremsdruck an einzelne Räder schickt, damit das Fahrverhalten noch präziser wird. Ich will das Ganze mal nennen, das ist einfach Mechanik und Elektronik intelligent kombiniert. Dieser geballte Einsatz von Hochtechnologie ermöglicht ein präzise kontrollierbares Fahrverhalten und eine Steigerung der Traktion. Eben in allerbester Audi Quattro-Tradition. Und so wird es weitergehen. Wir werden den Quattro weiter evolutionär, aber auch revolutionär entwickeln. Die Elektrifizierung bietet auch für den Quattro unheimliche Möglichkeiten. Das sind also Herausforderungen, die uns erwarten. Aber auch da haben die Audi-Ingenieure schon wieder einiges im Petto. Da ist einiges noch zu erwarten.